Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal in unserer Hauptstadt weiter am Ausbauen und ich würde vorschlagen, dass wir da auch direkt weiter ansetzen. Ich würde jetzt nur gerne noch einmal vorher noch mal gucken, kann man hier irgendwo den Namen ändern von den Städten? Sieht jetzt gerade nicht so aus, ne? Tatsächlich. Weil ihr hättet mir irgendwie gesagt, dass ich mal nachschauen sollte, weil die alle gleich aussehen, aber tatsächlich sehe ich hier gerade nichts, wo man was ändern kann. Und nee, löschen möchte ich die nicht. Nee, das geht glaube ich tatsächlich nicht, dass man die da wählen kann, weil die heißt alle neue Stadt. Die habe ich einfach aufgemacht, weil es halt schnell gehen sollte. Ne? So, dann gucken wir doch mal weiter hier. Ja, ich bin mitten in meinem Urlaub. Deswegen bin ich auch relativ entspannt, was das jetzt hier angeht. Machen wir ganz in Ruhe. Und ja, dann schauen wir doch mal. So, ich glaube, wir wollten hier weiter bauen. Ne? Hier lässt er uns jetzt natürlich nichts bauen, aber hier so. Okay, gut. Ist mal wieder ein Überblick verschaffen, weil ich habe schon seit 10 Tagen oder so kein SimCity mehr gespielt. Wir sind 12.000 im Plus, das ist saugut. Und hier kommt wieder ein mega stylisches Gebäude hoch. Dann schauen wir doch mal, was das wieder wird. Wow. 10.000 Jobs. Tragicomicus Bank. Ah ja, eine Bank also. Okay, sehr interessant. Okay. Das sieht alles gut aus, außer das hier wieder. Warum hat das wieder Wohlstand 2? Ihr habt doch alles. Müll gering, Verschmutzung gering, Schmutz hoch. Kriminalität gering, Verkehrsgeräusch hoch. Ja, Leute. Ich kann es euch nicht komplett recht machen. Auch die hier. Verkehrsgeräusch hoch. Ja, gut. Was soll man da machen? Ist halt. Ist halt so. Ne? Da kann man nichts machen. Deswegen müssen wir uns da mit dem ein oder anderen befleckten Gebäude mal begnügen. Aber vielleicht klappt ja hier der Bäume-Trick. Wer weiß. Wer weiß das denn schon, ne? So, Bäume, Bäume, Bäume. Na, ich glaube, das bringt hier nichts mehr. Okay. Alles klar, dann bauen wir einfach weiter, würde ich vorschlagen. Ich habe gesehen, wir haben wieder zu viele Jobs hier. Ist kein Problem, bauen wir einfach, ja, Wohngebiete auf. So. So, genau. Ah, hier haben wir diesen Berg wieder, ne? Ich hätte den ganz gerne angeglichen. Wartet mal, haben wir hier im... Nein. Haben wir hier irgendwo... Genau, was zum Angleichen. Aber das ist so groß, dieses Angleichen. Ne? Da müssen wir erstmal die Monorail wieder wegmachen. Weil einen Berg möchte ich eigentlich nicht in der Stadt haben. Eher ungerne. So, dann gleichen wir das mal Schritt für Schritt an hier. Bitte keinen Berg hier. Wirklich nicht. So, ich hoffe, dass jetzt die Schule nicht abgerissen wird dadurch. Ah, shit. Sie ist abgerissen worden. Aber das schlimm. Wir werden den Berg langsam aber sicher los. Einen Berg möchte ich tatsächlich wirklich nicht haben. Ja, die Grundschule ist jetzt natürlich auch weg, ne? Aber so sieht das doch schon besser aus. Warum steht da jetzt ein neues Gebäude? Jetzt, wo die beiden Schulen weg sind. Das verstehe ich nicht so ganz gerade. Aber ist in Ordnung. Gut. Dann ist der Berg jetzt erstmal weg. Und dann können wir schön jetzt wieder die Grundschule und weiterführende Schule aufbauen. Weil Bildung ist sehr wichtig in SimCity 4. Definitiv. Und ja. Dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt bei SimCity 4. Dieses Projekt genießt nach wie vor hohe Beliebtheit. Finde ich gut.
hat es auch verdient, weil SimCity 4 ist einfach ein geiles Spiel. Und dann gucken wir doch gleich mal, ob wir hier direkt eine Brücke rüberbauen könnten. Könnten wir. Okay, das ist gut. Machen wir aber, wenn es soweit ist, dass wir den Fluss überqueren. Ah, guck mal, jetzt geht's schon nicht mehr. Was ist denn das jetzt? Ah, verdammt. Also ich sollte die Brücke vielleicht direkt ziehen. Und warum bist du denn jetzt wieder dunkel hier? Hm? Ich gebe dir mal ein paar Parks hier. Park. Alles vergrünet hier. So, und schon geht's ihm wieder gut, ne? Schon geht's ihm wieder gut, ja. Sehr schön. Alles klar. Dann würde ich vorschlagen, bauen wir weiter Wohnungen auf. Was habt ihr wieder? Ja, Verkehrsgeräusch. Das kann man nicht verhindern, Freunde. Was wollt ihr da noch mehr? Ich habe schon einmal Straßen hier gelegt. Aber gut, ich würde vorschlagen, machen wir denen erstmal hier neue Wohngebiete hin. So, schöne Eibahnstraße, wie wir beim letzten Mal gelernt haben. Aber dafür brauchen wir ja wieder eine Kreuzung. Eine Einbahnstraße. So, genau. Und dann kriegt ihr erstmal schön eine Monorail-Station. Dann Bus- und U-Bahn-Verbindung, ganz klar. Die Busverbindung kommt hier und hier hin. Die U-Bahn kommt auch nach draußen. So. Ja, wobei, habt ihr ja eigentlich hier oben schon, ne? Wartet mal. Ja, komm, ist jetzt egal. Wir haben die Kohle, also nutzen wir sie auch, ne? Schönes Verkehrsnetz hier aufbauen. So. Und die auch ja nicht meckert mit dem Verkehr. Dann könnt ihr kommen. Genau, sehr schön. Alles klar, dann geht's da schon weiter. Können wir hier vielleicht irgendwo eine Autobahnauffahrt? Da hinten ist eine, hier vorne ist eine. Ja, wenn wir die Autobahn weiter runterziehen. Erhöhte Autobahn. So. Wenn wir die ein bisschen weiter runterziehen und dann die Straße unten durch, dann sollten die auch. Nicht so, nein. keine Geschenke. Dann sollten die eigentlich auch hier eine Auffahrt machen. Wartet mal, wie viel Platz brauchen die denn? Die brauchen drei Blöcke. 1, 2, 3. Dann müsste das hier funktionieren. Genau. Zack, zack. Und schon habt ihr eure eigene Autobahnauffahrt. Ist das nicht geil? So. Wunderbar hier. Dann können wir auch direkt mal gucken, ob die hierher fahren. Tatsächlich, schaut euch das an. Die fahren alle hierher schon. Das ist doch mal cool. Okay, und schon geht's denen auch wieder gut, seht ihr? Ah, nicht ganz, okay. Aber hey. Oh. Oh, und wir haben eine Energiekrise, so eine kleine, nicht so wie bei uns gerade in Deutschland, aber eine kleine Energiekrise, von daher. Nachbarschaftshandel, mehr Energie bitte. Müssen wir sowieso mal gucken, dass wir den Müll weiter exportieren. So. Ja, machen wir das mal so. Komm. Alles klar. Und dann würde ich vorschlagen, na, gucken wir mal hier. Das passt alles. Dann würde ich, ja, dann können wir eigentlich hier nochmal mehr Wohngebiet bauen, ne? Tatsächlich. Warum denn nicht? So, weil die haben hier alles. So, zack, hier. So, los geht's. Zack, baut euch auf. Aber nochmal gucken, ob Wasser habt ihr. Mir fällt gerade was ein, was ihr geschrieben habt. Als Kommentar oder auf Discord. Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Dass ich mal versuchen sollte, ein Wasserrohr
von dieser Stadt in die Nachbarstadt zu legen und dann mal gucken, ob ich die Nachbarstadt tatsächlich dann mit dem Wasser aus der Supportstadt hier oben versorgen kann. Habe ich tatsächlich vor, aber ist auch notiert fürs nächste Mal, weil es, wie ich bin, dafür bin ich noch zu weit vom Rand weg. So, warum bist du denn jetzt dunkel? Verschmutzungmittel. Gut, okay, dann kriegt ihr halt Bäume. Ich meine. So. Ach, wartet mal, da fehlen Parks. Deswegen, da fehlen einfach Parks. Hier, zack, zack. Genau, da fehlen einfach Parks. So. Haben wir da noch einen freien Platz oder nö? Ich hoffe, dass das euch schon ausreicht und ihr nicht wieder. Ja, dunkel werdet. Aber das sieht doch ganz gut aus. Ja, das Drachengebäude, das mögt ihr auch sehr. Das finde ich auch sehr cool gemacht. Schaut euch das an. Rising Dragon Tower. Hätte man auch Flying Dragon nennen können, ne? Aber okay. Da kommt ein Geschenkchen, das können wir mal wegmachen. Wunderbar. Da ist auch schon wieder ein Geschenk, was hier vor sich hin dümpelt. Sims suchen Büros. Sehr schön. Ja, dann könnt ihr euch wieder neu aufbauen. Ganz genau, Freunde. Gut, dann würde ich mal aber mal gucken, ob wir hier eine. Ob euch sowas wie eine Bücherei geben. Hey, ja, nicht eigentlich. Warum nicht? Und eine. Ein Museum. Zack. Jetzt kommt da schon wieder so ein Geschenk raus. Mensch. Ich habe keine Lust, die Gebäude nochmal zu importieren. Das ist irgendwie. Oh, neuer Standort, neuer Kunststandort. Ein Zentralmuseum. Ja. Wo machen wir das hin? Das muss ich auf jeden Fall aufbauen, weil es ist notwendig. Hier hin. So. Kulturbegeisterte brauchen neue Oper. Ja. Kann direkt daneben, würde ich vorschlagen. Zack. Operngebäude hier, zack. Das ist das Kunstmuseum und das Opernhaus. Sehr schön. Ihr seid arbeitslos? Kein Problem. Gleich kriegt ihr eure Jobs. So. Dann. Wie sieht der Verkehr aus? Der ist auf der Monorail ist ziemlich viel los. Und in der U-Bahn und hier auf der Straße leider auch. Ah. Aber auf der Straße tatsächlich. Hier ist nicht ganz so schlimm wie im Untergrund. Na, und von daher passt das, würde ich vorschlagen. Im Untergrund und auf der Waterwell kann ja ruhig Stau sein. Ich meine, das verbraucht ja. Das produziert ja keine. Was ist mit euch schon wieder los? Mittelverschmutzung. Ja, ihr braucht Parks, okay. Weil das produziert ja keine Emissionen in dem Fall. So, dann mach hier einfach mal zack, 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 genau. So schnell geht das. So, wunderbar. Da können wir hier auch direkt schon. Beim Gewerbegebiet mache ich normale Straßen hin. Weil die Gewerbegebiete freuen sich ja tatsächlich, wenn da Stau ist. Machen wir das am besten so, genau. Ziehen wir die Bodo Rail noch ein Stück runter. Ja, das ist alles jetzt sehr kleinteilig hier, was ich mache, aber es scheint so zu sein hier in diesem Spiel, ne? Also scheint nötig zu sein und ja, dann kriegt ihr hier unten noch mal eine Monorail-Station hin für die neuen Bürotürme, die wir uns jetzt hier aufbauen werden und hier unten Bus und U-Bahn, genau wie hier vorne auch. Aber damit ihr nicht meckern könnt, dass ihr keine Verkehrsverbindung habt. So. Im Moment verdienen wir ja genug, von daher. Ich meine, wir sind noch 10.000 im Plus, hallo. Das muss doch reichen. So. Der hier schön.
4x4 Flächen für euer Gewerbe. Oh, ganz genau. Schaut euch das an. Sehr cool. Muss ich nochmal gucken, ob ihr hier Wasser habt. Ihr habt Wasser. Okay, da müssen wir einfach eine kleine Blase reinmachen. Und da kommen sie schon. Zack. Sehr cool. Jetzt kommt er wieder. Verdammt nochmal. Lass das doch mal. Lass das doch mal hier. So. Genau. Ja, und da kommt schon wieder der nächste Wolkenkratzer. E2AE Tower EB. Yeah. Sieht cool aus. Ach ja. Alles reiche Büros, ne? Reiche Büros, reiche Büros, reiche Büros. Irgendwie keine mittleren, doch hier. Irgendwie keine mittleren Dienstleistungen. Die wird nicht genutzt. Warum nicht? Leute? Doch, okay, minimal. Gut, weil es halt noch nicht... Hallo, was ist mit euch los? Verschmutzung, bitte. Ah, ihr braucht mehr Parks. Wo können wir euch denn mehr Parks geben? Hier auch Verschmutzung oder was? Nö. Hier ist einfach das Verkehrsgeräusch. Bäumetrick. Mehr fällt mir gerade nicht ein, Leute. Ja. Einmal Bäume, 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 Bäume. So. Damit ihr auch hier schön eure Erholung habt. Ah. Oder was ist mit euch los hier? Warum? Warum wirst du nicht... Warum wirst du nicht sauber? Da kommt wieder ein Geschenk raus. Die Verschmutzung, ja, ja. Das ist so ein Thema hier tatsächlich. Reicht das mal ab. So. Leider wollt ihr es nicht anders, scheinbar. Ja, passt schon. Okay, dann Geschenke ab. Alter Schwede, so jetzt aber. So. Der Rest, der sieht ja schon sehr stylisch aus hier, wobei das, mir das Gebiet auch wieder nicht gefällt. Bäume, 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 so. Wo ist der Grund hier Verschmutzung? Ich weiß es nicht. Kann gut sein, ne? Ich meine, ihr... Ich baue doch schon Bäume wie verrückt hier hin. Mensch. So, dann müssen die leider weichen. So. So, Verschmutzung gering. Ja gut, das ist das Verkehrsgeräusch. Das kann ich nicht komplett abstellen. Tatsächlich nicht, leider. Könnte man eine Brücke hier hinbauen? Nee, könnte man nicht. Okay. Dann mache ich diese... Ah, verdammt, die muss ja... Die muss ja da bleiben, wegen der... wegen der Einbahnstraße. So, okay, dann... Da müsste ich mal gucken, ob wir vielleicht hier draus auch eine Einbahnstraße machen. Damit da nicht so viel Verkehr entsteht. Keine schlechte Idee. Komm, das machen wir jetzt. Machen wir hier draußen eine Einbahnstraße einfach. So, zack. Ah, die wird gebaut. Okay, wunderbar. So, dann gucken wir mal, wie sich das jetzt hier verändert. Ja, seht ihr? Und schon ist das Gebäude Verkehrsgeräusch gering. So cool. Pendelverkehr ist lang, aber ich glaube, das ist verkraftbar, wenn der Verkehr, wenn das Verkehrsgeräusch. Ja, hier ist wiederum die Verschmutzung. Wird hier angemäkelt, ne? Reicht euch ein Park? Wobei war. Wie ist denn die Einbahnstraße hier? Ah, ja, stimmt. Ich glaube, das hattet ihr mir auch gesagt, dass hier die Einbahnstraße falsch rum ist.
So können wir das direkt mitmachen, mit reparieren. So, dann die ganzen Problemzonen hier erstmal ausmerzen. Ja, zack. Was habt ihr? Ihr habt schon die Woche Kriminalität. Tatsächlich. Kriminalität gering. Mittel. Ja, wenn ihr Kriminalitätsprobleme habt, dann können wir... Wir haben doch hier eine Polizei für euch. Was ist denn los mit euch? Ja, gering, okay. Ja, die Verschmutzung. Müsste ich vielleicht ein Gebäude abreißen. Eins davon, ne? Die Verschmutzung ist jetzt hier das Problem. Wobei, wir könnten hier auch noch eins hinmachen. Wartet mal. Wir könnten hier noch ein schönes 4x4-Gebäude hinmachen. Warum habe ich das nicht gemacht? Das ist so einfach. So, dann machen wir hier nochmal ein bisschen weiter. Ja, eigentlich wollte ich hinten weiter bauen, aber irgendwie... ist jetzt doch tatsächlich hier das Problem, der Problembezirk aufgestoßen und... habt ihr genug Grünflächen? Und eigentlich habe ich hier für euch auch genug Grünflächen und draußen fährt wieder ein Motorrad rum. Sehr nett. So, was sind da denn mittlere, ne? Mittlere Grünfläche. So. Hier nicht? Okay. Okay, das ist interessant. Machen wir hier einfach zwei Parks hin. So. Könnte auch ein bisschen skateboarden. So. Ja, was ist denn jetzt hier mit euch? Den Strand verbäumen oder was hier? Ja, das ist die Idee. Den Strand können wir noch verbäumen. Und hier können auch noch ein paar Bäumchen hin. So, dann geht's dem jetzt schon besser. Arbeitslos. Lange Pendelstrecke. Oder was? So, aber das hier kriege ich irgendwie nicht. Kriege ich irgendwie nicht hin. Ist okay. Wo fahrt ihr denn hin? Ihr habt ja direkt eine Bus- und U-Bahn-Verbindung hier. Monorail ist ein bisschen weit weg von euch, ne? Aber. Ihr geht hier arbeiten. Und sagt Pendelverkehr lang. Was ist denn mit euch los? Ah ja, komm. Pendelverkehr mittel. Verschmutzung, ja. Egal, kommt. Wir bauen weiter. Würde ich vorschlagen. Wow, das hier sieht schon cool aus. Gut. Dann würde ich vorschlagen, machen wir hier weitere Gewerbetürme. Büro. Stopp. Keine Einbahnstraße. Die werden hier nicht gebraucht. Bürotürme einfach. So, und hier mache ich... Zieh direkt die Brücke hin. So, zieh direkt die Brücke hin. Ah, und hier können wir uns jetzt ja aussuchen. Schaut euch das mal an. Die Brücken. Die sehen natürlich schon cool aus. Ja, die haben wir ja da hinten. Mal so eine Hängebrücke, aber mir gefallen tatsächlich diese und die. Ich würde vorschlagen, wir können ja nochmal die Höhe. Aber nee, nur die geringste. Passt da durch. Ich würde vorschlagen, bauen wir mal diese Brücke. So, zack hier. So, haben wir eine Brücke. Sehr cool. Da hinten ist noch eine. Ich glaube, die Monorail-Brücke könnten wir... auch schon hinbauen. Ich mach das jetzt, kommt. Monorail-Brücke können wir auch. Können die sogar hoch machen. Ja, dann mache ich die mal hoch. Genau so. Und die nächste Straßenbrücke könnten wir hier theoretisch auch hinmachen. Aber dann sind wir alle über am Ende voller Brücken. Was ist hier vorne mit? Ah, hier geht's nicht. Okay. Okay. Was habe ich jetzt gemacht? Nein! Fuck. Sorry.
Das wollte ich nicht, aber wo waren das jetzt? Hier ist ja. Ah, hier vorne. Hier vorne, okay. Ja. Das ist doof gelaufen jetzt. Verdammt. Aber gut, dann ich lasse es jetzt einfach mal so. Weil dann entstehen ja andere Gebäude, wie ihr hier seht, ne? Oder? Was ist hier? Warum ist das so komisch hier unten? Das sieht hier unten ein bisschen komisch aus. Ah ne, das ist so, okay. Ja, verdammt. Aber dann, dafür, da sind die halt jetzt arbeitslos, ne? Verdammt. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, ist aber okay. Das pendelt sich immer ein, deswegen. Cool. Ja, dann haben wir jetzt hier unsere Brücke. Und da können wir jetzt hier unsere weiteren Gewerbegebiete hochziehen. Ich hätte gerne auch hier eine Monorail, wenn ich ehrlich bin, aber. Ah. Machen wir das so. Und ihr kriegt hier hinten einfach noch eine Bus- und U-Bahn-Verbindung. Das müsste reichen. Bushaltestelle und eine U-Bahn-Verbindung. So. Das müsste euch eigentlich ausreichen, ne? Hier vorne an der Brücke. Jo. Und dann können wir hier tatsächlich nochmal gucken, ob wir hier irgendwo einen Strand hinmachen könnten. Könnte man nicht. Doch hier. Das ist jetzt die. Nee, nee. Nee. Der frisst so viel Platz. Machen wir einfach mal hier Plazas hin für euch Gewerbegebiete. Kleine Plaza. Ah, genau hier. Zack, zack. Damit ihr hier auch schön eure Erholung habt während der Arbeit. Ja, und läuft, würde ich vorschlagen. Mediziner reagieren allergisch auf Finanzknappheit. Gucken wir gleich mal. Wo, hallo? Da. Ja, dann mach so. So, alles klar. Habt ihr Wasser? Ah, die brauchen Wasser, okay. Die brauchen Wasser. Hat immer einen Grund, ne, wenn die das aufbauen. So. Ah, perfekt. Schaut euch das an. Also ihr müsst euch eigentlich nicht beschweren über einen Pendelverkehr. Verschmutzmittel gering, hoch, hoch, gering. Verschmutzung. Was machen wir denn hier mit euch? Ich weiß es gerade nicht. Ah doch, hier können wir, glaube ich, große Grünflächen hinmachen, ne? Aber 2x2. So, da musst du leider weichen für die Erholung. So, und schon, genau. Dann noch einmal Bäume drauf pflanzen. So. Ah, da lassen sie keine Bäume drauf, okay. Ich mach doch schon alles hier für die Umwelt. Verdammt nochmal. So. Da kommt ja schon wieder neue Gebäude hier. Nur die Reichen, die wollen irgendwie nicht so richtig, ne? So, Bäume-Trick einfach. Joa, das muss doch passen so. Nein, da kommt ein Geschenk. Ein Geschenk, bitte. War sowieso nicht so groß, von daher passt das doch. Wisst ihr was? Ich reiß euch gleich ab, wenn das so weitergeht. Ja gut, 9000 Bewohner, das ist schon krass, ne? Okay. Ich würde aber gerne mal schauen. Speichern unserer Region. Ah, wir sind sowieso am Folgenende angekommen. Das sehe ich gerade da oben links. Wir brauchen mehr Einwohner. Okay. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Gut, liebe Freunde, würde ich vorschlagen, ja, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, dass ihr jetzt gerne weiter den Kanal. Und ja, da würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.